Einen wunderschönen guten Morgen vom Hennesee in der Nähe von Meschede im Sauerland. Heute wird es hier eine kleine Runde geben, wieder bei strahlend blauem Himmel, noch leichtem Frost. Und dafür oder dabei würde ich euch gerne wieder mitnehmen und die ein oder andere schöne Ecke hier zeigen. Von hier sieht man jetzt schön dieses spiegelglatte Wasser. Da hinten ist schon jemand mit seinem Kanu oder Kajak unterwegs. Und Richtung Staumauer ist auch die Sonne schön zu sehen. Leute sind erst so 2, 3 hier, der ein oder andere Jogger, da es gerade erst kurz nach 8 ist. Oder? Kurz nach 9? Ach, ich weiß gar nicht genau. Und hier geht es jetzt schön runter zum Wasser und zu dem Aussichtspunkt. Dann nehme ich euch erstmal mit hin. Hier hat man dann diesen schönen Blick Richtung Sonne, Richtung Staumauer, Kajakfahrer und dem herrlichen See. So, hier befinde ich mich jetzt auf der Staumauer. Mal so ein kleiner Schwenk nach unten, entlang dieser schwarzen Fläche. Bis rüber, wo man dann so diese kleinen Felswände sieht. Von da bin ich ja gerade gekommen. Aber es ist herrlich, es ist windstill, wie ihr vielleicht am Wasser sehen könnt. Und daher sehr angenehm. Auf der Seite der Frost noch schön zu erkennen. Und da geht es jetzt auch weiter, so über die Staumauer. Direkt vor mir sieht erstmal ein bisschen unscheinbar aus. Aber das ist hier diese Himmelstreppe, nennt sich das, glaube ich. Da kann man schön von unten hier hochgehen. Das ist schon ein ganz schönes Stück. Und man hat einen schönen Blick hier auf die Stadt. Von hier auch nochmal die Treppe vielleicht besser zu erkennen, wie steil das doch hier runter geht. Hier von der frostigen Seite jetzt nochmal ein schöner Blick Richtung Sonne. Ist das nicht herrlich? Man kann die Ruhe genießen. Wie gesagt, diese Kanufahrer da wären mir wahrscheinlich zu kalt am Hintern, weil die sitzen ja mehr oder weniger in dem Eiswasser hier. Aber herrlich. Vögel zwitschern schon. Man kann unheimlich schöne Bilder machen hier mit der Sonne durch den Wald. Und durchatmen. Von hier ist doch der Ausblick wunderschön, oder? Was denkt ihr? Und diese Stille, man hört wirklich die Ruderer bis hierhin. Werdet ihr jetzt nicht hören wahrscheinlich hier, aber genial. Schaut euch das an, man kommt jetzt gerade dort aus dem schattigen Wald. Man merkt, wie das Gesicht sehr spannt durch die Kälte, weil auch so ein leichtes Lüftchen beim Gehen natürlich ist. Und dann kommt man hier in die Sonne und schaut so auf das glitzernde Wasser. Ein Traum. Ich glaube, hier muss ich mal kurz verweilen und die Sonne so ein bisschen genießen. Von wegen verweilen, hier hat wohl jemand seine Mahlsachen vergessen. War bestimmt ein Künstler, der das hier festhalten wollte. Und jetzt mal direkt am Wasser, glasklar. Ja, leichte Partikel schwimmen da, aber es lädt schon ein zum Reinspringen, wenn es nicht so eisig wäre. Es ist echt ein Genuss hier. Ihr seht jetzt am Wasser mittlerweile so ein leichter Wind, eine leichte Brise, würde ich sagen. Im Sommer wäre es herrlich, jetzt gerade ist es ein bisschen frisch am Kopf, da ich ja auch einen neuen Haarschneider habe und seit Corona mir die Haare ja relativ kurz halte. Und mich leider in der Einstellung vertan habe. Ich dachte, das wäre eine 8, habe aber die 3 erwischt und deswegen ist es jetzt recht frisch am Kopf. Nur mal so am Rande. Aber diese Wasserspiegelung hier, ein Traum. Ich gehe hier nochmal so ein bisschen durchs Unterholz. Ah, Dornbüsche, ja. Sollte man ja auch nicht machen.
Ja, aber die Aussicht ist hier gerade so schön. Da mit der Landzunge könnte doch glatt Norwegen wieder sein. Herrlich. Ja, hier wieder schön so ein kleiner Zulauf. Am Plätschern im Hintergrund die Wildgänse. Und gleich kommt der etwas größere Zulauf, den zeige ich euch auf jeden Fall noch. Den finde ich nämlich sehr schön. Scheiß! Entschuldigung, aber jetzt habe ich mich gerade fast lang gemacht hier. Bin auf diesem Schmodderboden einfach weggerutscht. Ich habe heute nur Turnschuhe an, weil ich so ein bisschen Probleme mit dem linken Wadenstück habe. Da ist was gezerrt, deswegen weiche Schuhe, damit man besser abrollen kann. Aber hier dieses Geschlängelte finde ich sehr ansprechend, wie das hier so runterläuft. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch noch ein Wasserlauf und da oben sind so Treppen eingebaut, die ich euch jetzt zeige. Ist doch ein Träumchen, wenn man hier so dran vorbeigehen kann, an diesen ganzen einzelnen Wasserläufen. Ach, schaut mal, da sind noch die Eiszapfen dran. Ich zoome mal ein bisschen. So erkennt man schon ganz gut, ne? Und hier kommt jetzt dieser zweite Wasserlauf daneben, was ich sagte, mit diesen einzelnen Abstufungen. Und dadurch, dass das in diesen Stein fließt, hat auch das Wasser ja so schöne Muster. Ich finde es wunderschön. Stellt euch vor, ihr stellt euch hier hin, genießt schön den Tag. Auch mit einem Bulli, so wie ich es gerne machen würde, aber was ja in diesen Naturschutzgebieten natürlich nicht erlaubt ist, was ja auch eigentlich richtig ist, weil die meisten verursachen ja doch Müll. Was ich nie ganz verstehe, aber naja, ein anderes Thema. Auf jeden Fall würde ich das hier den ganzen Tag genießen. Nachts möchte ich hier allerdings nicht stehen, weil es dann doch recht laut ist zum Schlafen. Ja, und hier könnte man jetzt natürlich noch endlos weitergehen, auch wenn es kein richtiger Weg mehr ist, aber so an dem Wasser entlang, eine ganz, ganz schöne Sache. Jetzt muss ich erst ein bisschen scharf stellen, aber direkt vor mir hier steht ein Reh, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier ist jetzt diese Schutzhütte. Genau an dieser Stelle war ich mit Monty mal und habe ihn vorgestellt. Und merkwürdigerweise ist dann heute der Tag, wo ich sagen muss, Monty ist Geschichte. Gestern verkauft worden, weil es für mich nicht mehr so ganz optimal war, das Rad. Wie gesagt, nichts kaputt oder beschädigt oder irgendwie sonst was, aber ich habe doch andere Sachen vor, wo das Rad dann nicht mehr genauso passt, wie ich mir das vorstelle. Aber dazu irgendwann mal mehr. Was ich zeigen wollte, ist halt hier diese Schutzhütte eigentlich. Und dann schön hier diesen Bereich unten beim Wasser wieder. Fand es nur gerade so gut, weil ich Monty hier vorgestellt habe. Und da fiel mir das gerade ein, dass ich das ja auch direkt erwähnen könnte, dass er im Grunde seit gestern nicht mehr bei mir ist. Schon merkwürdig, dass ich von er oder ihm spreche. Aber hat mich jetzt auch sehr lange begleitet. Der nächste Besitzer freut sich über so ein gut gewartetes Rad, garantiert. So, in diesem Arm sieht man jetzt schön, dass da vorne gleich die erste Seeseite im Grunde erledigt ist, die gefühlt aber deutlich länger ist, als sie ja wirklich ist. Dadurch, dass man die ganze Zeit so links, rechts geht, hat man einige Ausbuchtungen mehr. Das wird sich dann auf der anderen Seite relativieren, weil man da an der Straße geht und relativ gerade ist. Aber trotzdem sehr schön. Hier ist jetzt schön zu sehen, das Ende im Grunde von der Hennesee-Talsperre. Und da auf der anderen Seite ist aber wiederum auch so ein
ich weiß nicht, ob es Vorhaltebecken heißt. Auf jeden Fall wird auch von da aus noch das ein oder andere bestimmt eingespeist. Aber dürfte mich auch nicht drauf festnageln, müsste ich jetzt selber nochmal nachlesen. Aber ich denke, es ist so. Ja, und hier, das finde ich ja total faszinierend, das ist dieser Überlauf. Da möchte man doch am liebsten reinspringen und gucken, wo man wieder rauskommt. Würde wahrscheinlich tödlich enden, aber trotzdem interessant. Ich bin mal noch ein Stück näher rangekommen. Jetzt noch ein wenig zoomen. Und dann sieht man das herrlich, wie das da runterstürzt. Und diesen kleinen Arm, den sparen wir uns jetzt als Umrundung und gehen langsam auf der anderen Seite wieder zurück. Ja, hier seht ihr jetzt diesen Weg, der dann entlang der Straße ist. Einfach schnurstracks mehr oder weniger. Aber immer noch rechte Seite hier der See zu sehen. Ist lauter mit dem Verkehrslärm und sowas. Aber kann halt nicht rundum nur Wald sein, ne? Irgendwo hat man immer kleine Abstriche. Aber ich sehe gerade hier von dem Parkplatz aus, kann man runtergehen zu dieser Art Seezunge, was ich auf der anderen Seite vorhin gezeigt habe, was ähnlich ja, wie in Norwegen schon aussehen könnte. Natürlich ist es das nicht, das ist mir schon klar, aber trotzdem sah es gut aus. Hier einmal so. Ich muss mein Glück doch nochmal versuchen, ob ich da nicht runterkomme, weil das sah von der anderen Seite so toll aus. Und so ein bisschen hier durch den Wald, das ist ja schon so ein kleiner Trampelpfad. Kann man ja mal versuchen. Ja, es sieht schon nicht schlecht aus. Weil hier stehen ja auch überall die Schilder oben, Betreten des Steinbruchs verboten. Aber hier auf dieser Seite ist weder was abgezäunt. Nach links dort ist Stacheldraht zum Beispiel. Da ist aber auch diese Abrisskante. Aber hier, ach, da stehen sogar welche. Kann man definitiv lang runtergehen. Herrlich. Ich gehe dann erstmal auf die linke Seite hier zu der Spitze, wo jetzt gerade keiner ist. Oh, ist das super. Ja, das ist genial. Jetzt wird es gerade wieder ein bisschen windiger hier. Aber ich drehe mich jetzt gleich mal, damit ihr das auch mal seht, richtig. Super, super schön. Auch wenn es windig ist. Es ist hier wie so eine kleine Bucht. Hier geht es entlang dieser Kante. Schön runter bis ans Wasser. Ach, ich liebe solche Ecken. Also, wer das Video bis hierhin nicht geschaut hat, hat echt was verpasst, finde ich. Ich erzähle ja gerne und viel hier, aber das ist echt super schön. So schön kann das Leben sein. Wenn wir jetzt noch mehr als 5 Grad hätten, wäre es perfekt. Hier schön der Schatten zu sehen. Einmal winken. Bisschen Blödsinn muss immer sein, das wisst ihr. Eine herrliche Bucht hier, oder? Hat ein bisschen was von der Taucherbucht am Möhnesee. Da ist es auch so felsig. Bis jetzt muss ich auch sagen, dadurch, dass ja hier rundum auch nichts ist mit Getränkeständen oder Snackautomaten oder sonst was,
ist auch alles nahezu müllfrei. Jetzt war hier gerade so eine olle Dose da unten bei den Steinen. Die nehme ich mal eben noch mit hoch. Da ist ja diese Mülltonne an dem Parkplatz. Dann ist das Fleckchen Erde auch wieder sauber. So, jetzt sind wir nochmal von der Straße runter und wieder hier unten direkt am Wasser. Muss man darauf achten, ist so auf der Hälfte der Strecke ein kleiner Weg runter. Lohnt sich definitiv. Nochmal so eine kleine Seezunge. Ist der Wind frischer, es zieht sich so ein bisschen zu, aber trotzdem eine wunderschöne Gegend hier. Wenn man jetzt hier aus diesem Wald rauskommt, gibt es mittlerweile hier das Haus am See, H1 nennt sich das, glaube ich, war mir so gar nicht bekannt. Ich hoffe, man erkennt es überhaupt, es wirkt recht dunkel gegen das Licht, aber das ist zumindest eine Möglichkeit, wo man schön einkehren kann nach Corona. Jetzt alles nur zum Mitnehmen, aber immerhin, macht einen schönen Eindruck. Und der Blick hier unten runter und die Wiese finde ich auch mehr als angenehm. Aber entscheidet selbst. So, meine Lieben, ich gehe jetzt noch mal runter Richtung Wasser. Da ich jetzt gleich mit der Runde hier durch bin. Und ja, wollte euch einfach noch mal zeigen, wie schön es hier ist. Da ich jetzt schon fast wieder auf Höhe der Staumauer bin. Die ich euch jetzt gleich natürlich zeige, indem ich mich hier einmal so ein bisschen drehe und dort kommt sie schon in den Blickwinkel hier. Ein kleiner Aussichtspunkt dort, hier ist eigentlich die Schifffahrt, wenn die Saison beginnt, beziehungsweise wenn Corona das zulässt. Und dann kann man das hier vielleicht auch wieder noch mehr genießen. Wobei ich sagen muss, wenn man den Rundweg hier läuft, ist es wirklich so, dass Phasen sind, wo gar keine Leute sind, trotz des schönen Wetters, weil viele die ganze Runde halt scheuen. Aber es ist schön. Der Weg hier jetzt auf der Seite der Straße beträgt so circa ein Drittel der Strecke. Die Strecke gesamt sind 14 Kilometer laut Internet und die kann man wirklich sehr entspannt laufen. Ist durchgehend fast durchgehend geteerter Weg, zwischendurch mal nur fest geschottert, aber nichts, was man nicht mit jedem Schuhwerk machen könnte. Also nichts Besonderes für gefordert an Wanderschuhen oder sonstigen. Ich würde jedem empfehlen, was zu trinken mitzunehmen, weil da gibt es hier unterwegs zurzeit nichts. Und das ist ja schon immer wichtig. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich fand es sehr schön. Teilweise ein bisschen frisch, aber dafür habe ich ja meine Mütze und die gute Jacke. Das war's dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.